Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und ja, zum nächsten Vlog. Heute geht es ja um was eigentlich, ich weiß es noch gar nicht, aber bevor das eigentliche Video startet, mal wieder ein bisschen Gelaber hier. Freunde, ich bin gerade unglaublich genervt. Ich habe gerade nochmal eine letzte Anfrage von der Lufthansa bekommen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe auf dem Flug nach Malta am 23. Juli meine Canon Legria verloren. Ihr kennt diese kleine Kamera, mit der ich immer meine Vlogs gemacht habe und allgemein auch filme. So, die ist mir bei der Landung aus dem Rucksack, also mein Rucksack war zu, aber sie lag drauf, weil ich sie abgelegt hatte, weil ich ihn zugemacht habe. Und beim Landen ist sie dann nach vorne gerutscht und naja, ist halt in die ersten Reihen gegangen. Ich saß in der vierten Reihe, dementsprechend auf der rechten Seite, dementsprechend können 9 Leute sie nur gehabt haben. Allerdings hat sie niemand abgegeben beim Bordpersonal. Und auch ansonsten auch nicht beim Lost and Found Bureau und so weiter und so fort. Ich habe mich dann mit der Lufthansa in Verbindung gesetzt, mit dem Flughafen und so weiter und so fort und niemand konnte mir weiterhelfen. Lufthansa hat mir jetzt geschrieben, ja, sie haften nicht dafür, bla bla, ist ja auch irgendwo logisch, aber sie können mir auch jetzt nicht weiterhelfen, können mir natürlich auch nicht mal irgendwie ansatzweise helfen, diese Namen rauszufinden oder irgendwen zum Kontaktieren. Wäre an sich nicht so schwierig, aber gut, was willst du machen? Auch der maltesische Airport konnte mir nicht weiterhelfen, die konnten auch nicht mal im Lost and Found Büro nachgucken oder sowas. Sie haben einfach gesagt, du musst ja deine Airline kontaktieren, was ich total bescheuert finde, weil was soll sowas, ganz ehrlich, man kann doch wenigstens mal nachgucken. Aber das geht mir tierisch auf den Keks. Ja, im Endeffekt ist die Kamera jetzt weg, bereits seit dem 23. Juli und ich werde mir jetzt eine neue kaufen müssen. Das fuckt mich extrem ab, weil auch wenn man als YouTuber ein bisschen Geld verdient, möchte man nicht sein ganzes Geld in was investieren, was man eigentlich schon hatte, was einfach nur abhanden gekommen ist. Also derjenige, der mir diese Kamera geklaut hat und nicht abgegeben hat und einfach damit weggegangen ist, du saßt in der Business Class, du Bastard. Du saßt in den ersten scheiß 3 Reihen und hast dann nicht mal den Anstand, eine Kamera, die offensichtlich jemand von hinter dir verloren hat, abzugeben oder was. Klaust sie aus dem Flugzeug. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, wenn ich sie nicht wiederbekommen sollte, durch irgendeinen Zufall, nur dass sie doch am Flughafen ist, dann bist du wirklich der größte Bastard, den ich mir vorstellen kann und ich wünsche dir nur das Schlechteste. Das ist sowas von nervig, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, man verdient als YouTuber ein bisschen Geld, aber das sind bei mir auch keine Massen, ja. Das müsst ihr mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Dazu bin ich gerade auf Malta, ich kann nicht so die Videos machen, meine Klicks sind extrem runtergegangen. Ich verdiene nicht mehr ansatzweise das, was ich vor einem Monat verdient habe oder vor 2 Monaten. Ja, und jetzt muss ich 400 Euro knapp ausgeben für eine neue Kamera, die ich eigentlich schon habe. So, und Speicherkarte ist auch nicht mehr dabei. Ja, ich weiß nicht, wo die andere ist, doch, die eine habe ich zu Hause, aber die andere ist auch weg. Da waren Aufnahmen drauf. Was mache ich mit denen? Nix. Toll. Großartig. Absolut beschissen. Jetzt habe ich noch das kleine Stativ von der Legria extra, was ich jetzt zum Fußballspielen mitgenommen habe. Gut, hier kannst du kein Fußball spielen, aber auch keine Videos machen logischerweise. Aber trotzdem ist das nervig. Ich muss mich jetzt einfach mal kurz auskotzen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Das ist aber extrem, extrem Abfuck, wenn man so ein teures Gerät... Ich meine, klar, irgendwo eigene Blödheit. Aber ich habe sogar... Das Crewmitglied hat gesagt, er hat gesehen, wie jemand was aufgehoben hat, sich umgedreht hat nach der Landung, hat in den hinteren Reihen gefragt, ob sie jemand gehört, aber dann nicht abgegeben. Was ist das? Gibt's doch bei der Bordcrew. Meine Fresse. Also ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Das ist nur eine kleine Info jetzt mal am Rande. Ich muss leider Gottes mir jetzt die Kamera neu kaufen, wie es ausschaut, und dann werden auch wieder Vlogs mit der Legria kommen, aber das kann halt noch ein bisschen dauern, weil wie gesagt, so ganz billig ist die nicht. Und naja. Ja, Abfuck auf jeden Fall. Womit das Video jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht, aber wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Bis dann. So, Freunde, mittlerweile haben wir es ein bisschen später. Ich sitze mal wieder draußen auf dem Balkon und schaue mir gerade so ein bisschen das Spiel am Himmel an von den Wolken. Es sieht echt recht nice aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Doch, die Kamera ist ja ganz nice. Ja, ich bin mittlerweile wieder ein bisschen entspannter. Natürlich nervt mich das mit der Kamera, gar keine Frage, aber was soll's, irgendwie werde ich da schon hinbekommen. Was kann ich euch erzählen in diesem Video, habe ich mir gedacht. Und ich will morgen im Video, beziehungsweise vielleicht kommt das auch noch heute, möchte ich über FIFA 17 Ultimate Team reden, über die neuen Features, die jetzt veröffentlicht wurden. Ich glaube, das mache ich auch heute noch, also das Video kommt auch heute noch. Ich möchte jetzt auch ein bisschen über The Journey labern, denn das ist ja der neue Modus, der rauskommt, der Karrieremodus, habe ich schon geredet, und The Journey wird ja auch kommen. Es ist ja eine Art Karrieremodus, aber so ein bisschen mehr auf Be a Pro fokussiert und sieht sehr interessant aus. Wer nicht weiß, was The Journey ist, ich habe den Link mal in die Videobeschreibung gepackt, hoffe ich zumindest. Es geht um die Karriere von Alex Hunter, einem 17-jährigen Jungen aus dem Vorort Clapham von London. Und der kommt aus ärmlichen Verhältnissen, will jetzt aber seine ganz große Karriere machen, gilt als das größte Talent im Fußball. Und du spielst, also du oder ich in dem Fall dann,
Spielen seine Karriere quasi. Es ist möglich, das mit jedem Premier League Team zu machen. Ich habe da so ein paar Favoriten, aber dazu später mehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe mir noch nicht hundertprozentig entschieden, was ich wirklich machen möchte. Aber wie gesagt, dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, an sich sieht das alles sehr, sehr geil aus. Die Storylines sind relativ realistisch. Es ist ein bisschen orientiert an der Erfolgsgeschichte von Marcus Rashford, wie ich es mitbekommen habe. Wer den nicht kennt, ist momentan ein junger Stürmerstar bei Manchester United. Und auch so ein bisschen an Harry Kane, der ja zuletzt unglaublich Furore gemacht hat in der Premier League und auch international in dem Bereich. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Es gab Authentizitätscoaches, Marco Reus und James Rodriguez auf jeden Fall, die so ein bisschen darauf geachtet haben. Story war, glaube ich, mit Harry Kane und so weiter. Also sieht schon alles sehr, sehr vielversprechend aus. Ob es wirklich auch so gut umgesetzt wird, ist die große Frage, aber an sich denke ich das schon. Es ergibt in gewisser Weise auch Sinn, dass man das nur mit der Premier League machen kann, denn die Premier League hat einfach nochmal viel mehr Lizenzen als die Bundesliga. Die hat ja quasi sich komplett einmal Striptease gemacht und einmal ausgezogen für EA und komplett alles an die verkauft. Was aber auch ganz geil ist, weil so hast du halt wirklich die Garantie, dass du in der Premier League in jedem Stadion Einblick hast. Beispielsweise nicht nur wie in Deutschland in der Imtech Arena und im Westfalenstadion und in der Allianz Arena, sondern halt wirklich an der Carrow Road spielt Norwich überhaupt erste Liga, ich weiß es gar nicht. Im Vitality Stadium, im Etihad, im Emirates, überall einfach. Und das ist halt wirklich sehr, sehr geil. Von der Bundesliga werden ja nicht alle Stadien dabei sein. Ich bin auch gespannt, ob man sich die Position aussuchen kann oder ob Alexander gezwungenermaßen ein Stürmer ist oder sowas. Das wird man alles jetzt noch sehen, das weiß ich persönlich nicht. Ich bin ja leider noch nicht auf der Gamescom. Ich grüße übrigens an alle, die da sind, und ich wünsche euch viel Spaß auf der Messe. Ich wäre gerne auch da, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ist halt so ein bisschen fraglich, für mich zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir eigentlich in den Kopf gesetzt, ich möchte das Ganze bei einem Top-Team machen. Und zwar hatte ich mir Manchester City in den Kopf gesetzt. Jetzt allerdings, wo ich gelesen habe, er kommt aus dem Vorort von London, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man das noch ein bisschen authentischer machen und wir machen es bei einem englischen, also bei einem Londoner Club. Die Sache ist nur, ich glaube, man muss da ja ein bisschen darauf achten, auf den Hype. Ja? Beispielsweise denke ich, dass wenn man Manchester City in Titel schreibt oder Barcelona, gibt das automatisch viele Klicks. Ich möchte aber nicht nur Klicks, auch wenn das natürlich ein Faktor ist. Ja, es soll nicht irgendwie eine Serie sein, die keinen Bock macht. Es sollen viele Leute aufmerksam werden und mit mir diese Story spielen oder mit mir diese Story erleben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich so ein bisschen Authentizität noch mit reinbringen und überlege deswegen, es mit einem etwas kleineren englischen, beziehungsweise Londoner, ich weiß ja, warum ich das irgendwie vermische, Londoner Club zu machen. Wie gesagt, City war mein eigentlicher Plan. Jetzt habe ich momentan umgeswitcht. Die Pläne sind für Karrieremodus Hannover 96, wer das immer noch nicht rausgehört hat, und jetzt Manchester City, weil City halt auch einfach extrem geil ist für Karrieren. Du hast mega viel Geld, kannst richtig kranke Transfers machen, hast ein talentiertes Team, immer noch Baustellen in der Mannschaft, das ist super nice. Und deswegen glaube ich, auch weil ich City ja so gerne mag, dass ich den Karrieremodus mit City mache. Ich hatte Arsenal geplant, wollte das Journey mit City machen, aber jetzt denke ich, dass ich mit City Karrieremodus machen werde, mit Hannover 96. Und The Journey, ich werde nochmal das zur Abstimmung stellen, entweder mit Arsenal, West Ham, worauf ich am meisten Bock hätte. Ich glaube, ich werde nur die beiden zur Auswahl stellen. Das seht ihr dann auf jeden Fall noch, rechtzeitig, nicht unter diesem Video, keine Sorge. Da würde ich auch den Social Media Plattformen so ein bisschen folgen, wenn ihr da mit an der Abstimmung teilnehmen wollt. Allgemein, ich habe heute mal so gefragt, was ihr auf Twitter, was ihr so gerne sehen würdet. Da war die Resonanz teilweise recht positiv. Es kam beispielsweise, ja, Karrieremodus sehr gerne, The Journey sehr gerne, Ultimate Team 7-Minute Squad, was mich sehr freut, dass die immer noch so gefragt bei euch sind. Und der andere Kram, der gerade so bei Ultimate Team released wurde, dazu Squad Builder Challenges, was ich allgemein auch geplant habe. Aber gerade durch dieses Gedösel, was da jetzt gerade veröffentlicht wurde, in dem, worüber ich später im anderen Video rede, da haben sich meine Pläne nochmal so ein bisschen geändert und ich glaube, ich muss auch meine Pläne allgemein, ich habe sogar ein Konzept erstellt dafür, weil ich habe hier viel Zeit, ich kann viel planen, muss ich nochmal ein bisschen umstellen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ihr könnt in FIFA 17 einiges von mir erwarten, ja. Die Streams werden hoffentlich richtig geil werden. The Journey wird geil werden, die Karrieremodi werden geil werden. Wie gesagt, es muss nicht sein, dass nach diesen beiden Karrieremodi Schluss oder dass sie für immer in FIFA enthalten sind. Kann sein, dass ich nach zwei Saisons bei City sage, hey, fangen wir mal mit Dortmund an. Oder dass ich sage, ey, fangen wir mal bei Bayern an. Oder dass ich sage, ey, fangen wir mal bei Sevilla an oder sonst was. Kann auch sagen, dass ich nach zwei Saisons bei Hannover sage, ey, kein Bock mehr nach drei Saisons.
alles möglich. Zumal ich das relativ schnell machen werde. Nicht so schnell wie bei Bournemouth, aber immer noch so, dass man einigermaßen viel schafft. Das heißt, so in 10 Episoden hätte ich gerne die Saison durch. Vielleicht 15, wenn internationale Wettbewerbe dazukommen, was bei 96 beispielsweise in der ersten Saison nicht so ist. Ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich werde natürlich auch vieles über euch entscheiden lassen, gerade bei The Journey und bei Manchester City im Karrieremodus, dann auch bei 96 natürlich auch. Wobei dazu, also zu Karrieremodus mit den beiden Teams dann, wird nochmal explizit was kommen, also nochmal ein eigenständiges Video. Aber da werde ich euch sehr viel mitentscheiden lassen, ihr werdet sehr viel Einfluss auf die Karrieremodi haben. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall eine geile Zeit in FIFA 17 haben, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ihr freut euch, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung zu The Journey in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Video wieder. Und das ist heute Nachmittag noch, Foot und die Neuerung in FIFA 17 Ultimate Team. Das war's, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag, checkt die Links in der Beschreibung. Haut rein, macht's gut. Ich hab euch lieb, passt auf euch auf und ciao.